Hallo und herzlich willkommen am Montag, den 13.07.2020. Heute war Sonja da, das Wetter war ganz schön. Wir waren etwas draußen und um 16:40 Uhr hatte ich einen Arzttermin. Dabei wurde Harn kontrolliert. Ich habe jetzt höhere Entzündungswerte als vor 2 Wochen, als ich oder vor 3 Wochen, als ich im Spital gelegen bin mit Nierenbeckenentzündung. Da waren die Entzündungswerte auf 2 laut Labor von Spital nach den Messungen nach und jetzt bin ich auf 4. Also rechne ich damit, dass ich wieder ins Spital komme. Ich muss jetzt erstmal 5 Tage, 2 Mal am Tag Antibiotika nehmen. Es ist sehr ähnlich zu dem, was ich im Spital bekommen habe, aber natürlich nicht so intensiv. Wer weiß, ob das was bringt, und das wird man erst in 5 Tagen sehen. Und deswegen ist die Nierenrefluxuntersuchung auch in Gefahr, weil mit Nierenbecken oder Nierenentzündung kann man diese Untersuchung nicht machen und mir tut jetzt meine rechte Niere weh. Kann aber auch von der Blasenentzündung oder vom Ischias kommen. Weil mir der ganze Rücken weh tut. Und da muss dann erst entschieden werden, ob diese Nierenrefluxuntersuchung überhaupt gemacht werden kann, wenn ich so hohe Entzündungswerte habe. Ich bin bei den normalen Messungen auf 21. Normal ist bei Raucher 3 bis 5. Und 21 ist schon ganz schön hoch. Und also bei dem CRP-Messen, was meine Hausärztin macht, da werden die Werte anders gemessen und da bin ich, wie gesagt, auf 21. Und 3 bis 5 ist normal. Und deswegen sieht es halt einfach nicht gut aus. Unter anderem habe ich mir auch eine Überweisung für eine Mammographie und eine Knochendichtemessung geholt, weil ich ja die 3-Monats-Spritze nehme und Osteoporose ganz stark habe. Ein Wunder, dass ich mir noch nie was gebrochen habe, weil meine Werte echt schlecht sind. Und das gehört halt alle paar Jahre kontrolliert, weil ich jetzt alle 3 Monate, glaube ich, oder alle halbes Jahr, ich weiß es nicht genau, eine Spritze bekommen gegen die Osteoporose, die aufhalten soll, weil ich ja weiterhin die 3-Monats-Spritze nehme, weil ich meine Regel nicht bekommen darf, weil ich blutentzündet bin. Und von daher wird dieser Wert immer schlechter und dagegen soll diese Spritze helfen, dass ich mir nicht doch irgendwann irgendwas breche, wenn ich irgendwo anstoße oder so. Ich habe mich heute mit Sonja gut verstanden, war nur extrem müde. Noch müder als schon die Tage zuvor und bin erst spät in die Gänge gekommen und dann bei der Hausärztin wieder fast eingeschlafen und ja, es kann schon eine Sepsis sein, aber es muss nicht und
Diese Entzündung kann die Müdigkeit natürlich verursachen. Und die hohen Zuckerwerte. Mit Sonne habe ich getratscht, draußen gesessen, Kaffee getrunken, geraucht und was man sonst so tut. Morgen möchten wir den Nagel machen, weil der ist gestern abgegangen. Morgen kommt sie auch. Und ja, es war bis auf den Arztbesuch ein ganz angenehmer Nachmittag. Es war nicht zu heiß und nicht zu kalt. Und ich habe mich ganz gut gefühlt und mir geht's auch relativ gut psychisch dafür, dass ich so müde bin. Fehlt ein bisschen der Antrieb und diese Müdigkeit strengt mich auch an. Und ich neige zu Stimmungsschwankungen, aber das wisst ihr. Aber eigentlich geht's mir noch relativ gut dafür, dass ich so Entzündungswerte habe. Und darüber bin ich froh. Und am Freitag muss ich wieder zur Kontrolle zu Hause setzen. Nach den Antibiotika. Und nachher müssen wir zu Kerstin, weil Kerstin dann 2 Wochen nicht da ist. Man wird sehen, wie sich die nächsten Tage auswirken oder ob ich ins Spital muss. Ich habe schon ziemliche Schmerzen in der Nierengegend. Aber das kann einfach vom Rücken auch ausstrahlen. Ich möchte nicht ins Spital, weil sie mich ja nicht wirklich gut behandelt haben. Was das Schmerzmanagement angeht. So waren sie alle nett, aber das Schmerzmanagement war halt mehr als Kacke. Und das möchte ich mir eigentlich nicht nochmal antun. Und da mit Corona-Spital ist und die Corona-Zahlen auch bei uns steigen, kann ich nicht nach Milk. Und ja, das ist halt irgendwie blöd. Am 27. muss ich auf jeden Fall Katheter wechseln. Und noch eine Harnprobe abgeben, ob sie relativ keimfrei ist. Und dann wird diese Untersuchung gemacht, wenn sie gemacht wird. Und dann wird man sehen, ich werde jetzt dann bald abdrehen. Mein Einhorn wird auch immer größer. Aber da ist der Kern schon heraus, und das ist nur Haut und Rötung. Ist eigentlich ganz glatt, nur rot. Das hier ist jetzt auch glatt, aber daneben läuft mir ein neuer Pickel auf. Deswegen ist es jetzt noch röter. Noch röter, noch roter. Na, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Eure Ines.